Da kommen endlich unsere Mitdemonstranten. Wir stehen hier gegen RWE für die Baumbesetzung im Hambacher Forst. Sie haben hier keine Besitzrechte. Film das doch mal eben. Ne? Das Hausverbot. Das Hausverbot? Ja, im Haus. Naja, gut, ich mach mal hier kurz. So. Guck mir das an. Na? So. Sie dürfen hier nicht fotografieren. Sie nehmen sich einfach das Recht raus, hier das Haus zu besetzen. Ja. Besetzen? Das eine Besetzung? Ja, eine Besetzung? Das glaub, ja. Ist das eine Besetzung? Nein, ich glaube nicht, weil hier sitzt ja keiner auf dem Boden. Lassen Sie mir das fotografieren sein. Raus. Warum steht ihr eigentlich hier in Hamburg, wenn es doch eigentlich um den Hambacher Forst in Hambach geht? Weil wir unsere Solidarität bekunden wollen. Für die Baumbesetzer. Wir brauchen keine Braunkohle. Wir brauchen regenerative Energien. Vor 8 Monaten besetzen einige Menschen einen Teil des Hambacher Forsts. RWE will den Wald für die Braunkohle, die darunter liegt, vernichten. Die Chancen, den Wald zu retten, sind gering. Dennoch, die Besetzerinnen handeln entschlossen und mutig nach dem Motto: Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Der Einsatz der Besetzerin wird nicht vergebens sein. Die Klimabewegung wird größer. In diesem Jahr hat es 3 Klimacamps gegeben. An mehreren Orten sind Kundgebungen und Aktionen für den Tag der Räumung geplant. Und bei dem Unräumbar-Festival waren so viele Leute wie noch nie auf dem Camp. Hier in Hamburg sagte man uns auch, dass der Kampf gegen Wattenfalls-Murmurkasse nichts bringen würde. Aber die Bäume im Gehler Park stehen heute noch. Und der Kampf gegen den Braunkohletagebau im Rheinland stärkt auch unsere Freunde in der Lausitz, die dort gegen Wattenfalls-Zerstörung von Dörfern und Naturlandschaften vorgehen. Eine Waldbesetzung ist ein Signal an die Konzerne. Sie ist aber auch ein ganz konkret die Umsetzung einer anderen Lebensweise. Ein Vertreter der solidarischen Bürgerinitiative Bürger für Bür meinte: Ich habe die Waldbesetzung von Anfang an miterlebt und habe hier vieles gesehen und gehört. Gespräche über Utopien, über alternative Lebensentwürfe, über vegane Ernährung. Nur eines habe ich hier nie erlebt und das ist Gewalt. Weder anderen gegenüber noch untereinander. Demgegenüber steht die Energiepolitik eines Konzerns, der von sich sagt, eine nachhaltige Strategie zu verfolgen. Konkret strebt RWE bis zum Jahr 2020 einen Anteil von 20% erneuerbarer Energien. RWE will also in 8 Jahren noch weit unter der Norm von heute liegen. Im vergangenen Quartal lag der durchschnittliche Anteil erneuerbarer bei 27,2%. RWE hat einen Anteil von 4,2%. Rohbraunkohle besitzt etwa ein Drittel des Heizwertes von Steinkohle. Braunkohle von RWE und Vattenfall als heimischer Energieträger gepriesen, ist die klimaschädlichste Form der Energieerzeugung, die es gibt. Für diesen Wahnsinn soll ein 12.000 Jahre alter Wald mit seltenen Arten gerodet werden. Alles, was RWE zur Rechtfertigung zu sagen hat, ist: Die Genehmigung wurde 1977 erteilt. Der BUND sagt über den Tagebau Hambach: Trotz gesetzlicher Vorgaben zum Schutz seltener Lebensraumtypen und Arten von europäischer Bedeutung wird der Gewinnung der Braunkohle im Rheinland regelmäßig Vorrang vor dem Naturschutz eingeräumt. Ein besonders gravierendes Beispiel hierfür ist der Braunkohletagebau Hambach. Vor RWE gehen, wie es in der Werbung heißt, das lässt sich auf die Zerstörung durch Braunkohlebagger beziehen. Vorweg ging der Konzern auch bei der Schadensersatzklage gegen sein abgeschaltetes Atomkraftwerk Biblis A. Klimakatastrophen sind da. Mittlerweile kann niemand sie mehr leugnen. Wer beim europäischen Klimaschutz hinterherhinkt, hat ein besonderes Interesse daran, andere Ursachen auszumachen als die Verschwendung von fossiler Brennstoffe durch die Menschen. RWE-Manager Fritz Fahrenhold soll den wissenschaftlichen Diskurs in Richtung Klimaskepsis verschieben. Ob RWE oder Vattenfall, ob Rheinland, Lausitz oder Hamburg, die großen Energiekonzerne und Netzbetreiber haben jedes Vertrauen verspielt. Sie versuchen, solange es irgend geht, an ihren alten zentralistischen Strukturen festzuhalten und eine ökologischere und demokratischere Energiestruktur zu verhindern. Die Waldbesetzerin
mussten bereits von mehrfachen Attacken Unbekannter berichten, als sie Anfang der Woche durch einen Sabotageakt aufgeschreckt wurden. Das Fahrzeug des niederländischen Küchenkollektivs Rampenplan wurde derart professionell an Lenk- und Bremshydraulik manipuliert, dass dies nur als Mordversuch interpretiert werden kann. Möge der Mut und die Entschlossenheit die Besetzerin nicht verlassen, sondern ihnen im Gegenteil noch viel mehr Unterstützung zuteil werden lassen. Es lebe die Waldbesetzung, es lebe der Hambacher Forst! Oh, darf die Gruppe noch mal reinkommen? Nein, hier darf keine Gruppe rein.